Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wurde gefragt, ob ich nicht mal ein Video darüber machen kann, wie man mit ungeplanten Herausforderungen, unvorhergesehenen Herausforderungen umgehen kann. Und es gibt eigentlich genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich entscheide mich für Folgendes. Das Leben ist immer gegen mich. Warum muss mir immer sowas passieren? Mir passiert nur Mist. Warum passiert mir das? Ach, das ist doch scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ich bin so traurig, ich bin so wütend. Was mache ich denn jetzt? Warum passiert mir das immer? Oder aber die andere Möglichkeit, okay, das ist jetzt vielleicht scheiße gelaufen und nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Wie mache ich das jetzt? Wie kann ich das jetzt für mich in gute Bahnen lenken? Ich kann wütend sein, ich kann ärgerlich sein, ich kann enttäuscht sein, was immer das auch ist, im ersten Moment. Und dann durchlebe ich diese Gefühle und dann packe ich die weg. Und dann greife ich diese neue Herausforderung an. Dann überlege ich mir, okay, das sind jetzt die Fakten, was mache ich da jetzt daraus für mich? Wie kann ich es für mich wieder in eine positive Bahn lenken? Wie kann ich mein Leben jetzt wieder in die Fülle lenken? Und nicht in diesem Mangeldenken sein von wegen, oh, ich ziehe immer nur Schlechtes an. Das passiert immer nur mir. So verändert sich nichts. Gar nichts. Denn dann bist du permanent in diesem Mangeldenken, permanent in dieser Opferhaltung. Und du musst raus, du musst Verantwortung für dein Leben übernehmen. Das macht nämlich niemand sonst. Das ist dein Leben. Du entscheidest permanent, wie du dich fühlen möchtest. Und klar passieren immer wieder öfter schlimme Dinge. Dinge, die wir so nicht gewollt hätten. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht. Und das formt dich als Menschen und formt dein ganzes weiteres anderes Leben. Weil wenn du immer nur in diesem Mangeldenken bleibst, wirst du auch weiterhin Mangel anziehen. Aber wenn du das Ganze umkrempelst und schaust, okay, das sind jetzt meine Tatsachen. Was kann ich daraus für mich machen? Wie kann ich mein Leben wieder so lenken, wie ich das gerne hätte? In Glück und Liebe und in Freude. Wie kann ich das wieder für mich machen? Sich konstruktiv damit auseinandersetzen. Das macht sonst niemand für dich. Lass dir die Verantwortung für dein Leben nicht aus der Hand nehmen. Von niemandem. Das ist deine Macht. Hol dir die wieder zurück. Und das ist was ganz, ganz Wertvolles und was ganz, ganz Kraftvolles. Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen und selbst zu entscheiden. Wenn du gerade unglücklich bist, dann entscheide dich dafür, wieder glücklich zu sein. Und dann überlege, was du dafür tun kannst. Wenn du unzufrieden mit deinem Leben bist und das vielleicht schon über einen längeren Zeitraum, dann überleg dir jetzt, was du dafür tun kannst, damit du wieder zufriedener mit deinem Leben bist. Das liegt alles an dir, das macht niemand sonst für dich. Nicht deine Kinder, nicht dein Partner, nicht dein Chef, nicht die Schwiegermutter, niemand. Du entscheidest. Du entscheidest auch, wen du in deinem Leben haben möchtest, wie du Dinge siehst. Also egal, was dir im Leben passiert, ob Gutes oder Schlechtes, du entscheidest immer, wie du es sehen möchtest. Denn erstmal passiert dir nur was. Das ist völlig neutral. Wir bewerten das, ob es positiv oder negativ ist. Und es ist völlig in Ordnung, negative Gefühle erstmal zuzulassen. Das ist sogar gut so. Drück die nicht weg, weil du denkst, oh, ist ja nicht traurig oder wütend sein. Ich soll mich freuen, auch über Herausforderungen. Nein, also durchleb das erstmal. Aber dann pack es wieder für dich weg und dann guck, wie du das Beste aus der Situation machen kannst. Weil man kann aus allem irgendwas lernen, irgendwas für sich herausziehen, sein Leben wieder an andere Bahnen lenken. Und in ein paar Monaten, ein paar Wochen guckst du zurück und erkennst, okay, hey, das war eigentlich ganz gut für mein Leben, weil ich dies, das und jenes daraus gelernt habe, weil ich diese und jene Entscheidungen daraufhin getroffen habe und die mein Leben in eine positive Richtung gelenkt haben. Deswegen nimm alles an, was dir passiert, alles Gute, alles Schlechte. Und dann lenk du, wie du dein Leben lenken möchtest, in welchen Bahnen. Du kannst dich auch dafür entscheiden, immer zu jammern und traurig zu sein. Aber dann ist das deine Verantwortung, dann macht niemand anderen dafür verantwortlich. Oder du entscheidest dich, jeden Morgen aufzustehen und diesen Tag als neue Chance zu sehen, als neue Chance glücklich zu sein. Ich gehe auch immer mal wieder ins Bett, traurig, wütend, einsam. Und dann denke ich mir aber so, und morgen ist ein neuer Tag. Und morgen wache ich glücklich auf. Und morgen habe ich wieder einen guten Tag. Morgen fühle ich mich besser. Und so ist es dann auch. Fühl die negativen Gefühle, unbedingt. Aber entscheide dich jeden Tag aufs Neue,
glücklich zu sein, ein glückliches Leben zu führen, das du leitest, das du lenkst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder, beim nächsten Mal wieder.